Bomben. Bomben. Oh, hier drüben waren die goldenen Truhen. Hätte ich vielleicht mal hier reingucken sollen. So, mein Inventar ist leer. Da kann ich jetzt noch mal gucken gehen, ob ich dein Zeug zurückkriege. Also, es gibt auch eine richtige Katzenmaske, ne? Ja, ich weiß. Aber ich tue jetzt einfach... Warum kann man sich in Terraria nicht hinlegen? Weil du nur deinen Spawnpunkt speichern kannst. Ich schaff das schon, ich krieg dein Zeug wieder ran. Nee, sonst würde ich mich jetzt um eine Katze hinlegen. Ach so. Dann kannst du aber auch fragen, warum kann man sich in Minecraft nicht hinlegen? Das Lustige ist, es gibt auch ein Creeper-Kostüm. Ja, ich weiß. Ich sammle übrigens gerade mal wieder Sterne ein, beim hier rüberlaufen. So, zu viele? Keine Ahnung, genug. Auf jeden Fall habe ich wieder, glaube ich, einen vierten oder so eingesammelt. Oh, also es gibt später eine Waffe, die Sterne als Munition benutzt, aber... Die ist zwar das super stark, aber ja. Sterne einsammeln ist halt schwierig, wenn die alle sind. Ja. Ah! Oh, diese blöden. Übrigens, da wäre noch was anderes gekommen, wo du nicht rübergekommen wärst, weißt du das? Da wäre noch Meteorit gewesen. Ups. Nach der ersten Crimson. Dann wäre noch ein zweiter Crimson gekommen. Aha. Witzig. Ja, ich wollte es nur erwähnt haben. Damit du wenigstens nicht so verzweifelt bist. Okay. Yay, das ist nicht der Eingang. Rennt einer mit Regenmantel rum. Warum liegt denn hier? Hä? Keine Ahnung. So, das sieht wieder nach Eingang aus. Nö, nicht ganz. Naja, ich bin jetzt hier runter. Hallo. Wir müssen bloß dein Zeug finden. Das ist aber ein ganz Stück weit unten. Ja. Ich folge meinem Wasser. Hup. Eine goldene Truhe, die noch keiner eigentlich geholt haben kann. Ich habe Hermes Boots für dich. Ja, ich hatte eigentlich die Stiefel für dich, ne? Die wollte ich gerade rausnehmen und dann habe ich halt vergessen, dass ich auch Luft brauche. Ja. Ach Gott, ey. So das ist das. Echt, oh. So viele Man-Eater. Oh. Oh, fuck. Oh. Hä? Warst du hier in dem Haus? Mit den ganzen goldenen Truhen? Nee. Ich weiß nicht. Ich hab hier ein Haus. Ich war da, wo zwei goldene Truhen sind, ja. Ja. Da ist ein Haus mit zwei goldenen Truhen. Ach, da warst du vorhin wahrscheinlich, ne? Ist nicht mehr weitergegangen, vermute ich mal. Ich nehme ja die Dinger mit. Ja, Wooden Arrows. So, muss wieder darüber, wo ich eigentlich war. Denke ich. Das ist ja cool. Oh, da war eine Falle. Wow. Leben. Ah, du hast noch genug Leben. Ah, da steht deine Sachen schon mal. Der Pizzabote kommt gleich. Die Pizza muss noch gemacht werden. Ja, kein Ding. Ich hab noch 10 Minuten Zeit. Ja, warum ist dein komplettes Inventar voll gewesen? Das ist doch shit. Das war komplett. Nein. Kein Platz mehr frei. Ja, fuck. Da war aber auch viel Mist mit bei. Bombe weg, Mudblock weg, Cowboy weg, Gehe weg, Vertebrae brauchen wir jetzt auch nicht.
Nature's Gift, okay. Jungle Grass Seeds weg. Day Bloom weg. Iron Shortsword, what the fuck? Iron Axe, das hast du jetzt alles wieder. Iron Pickaxe. Iron Pickaxe. Mal gucken, wie viel ich jetzt noch reinkrieg. Immer noch nie alles. Gott. So, Engelsstatue weg. Moonglow Seeds, das ist vielleicht was anderes. Iron Axe weg. Jack Truesberg. Komisches Dusting, Dusting, alles weg. Steine brauchen wir jetzt auch nicht. Warum hast denn du Tissue Samples dabei gehabt? Was zum Kuckuck? Weiß nicht. Ich weiß nicht überhaupt, was. Das ist das, was wir von dem letzten Boss gekriegt haben. Weil ich es vielleicht nicht zurückgekriegt habe. Nicht die beste Idee. Dein Platin-Schwert war ja auch super geil. Ja. Minus 13 Damage. Yeah! Oh yeah! Und sonst gar nichts, ey. Meteorit. Rope, mal weg. Cloud and Battle Crimstone Block. Suspicious Looking Eye brauchen wir auch nicht. Iron Pickaxe. Weg. Dynamit. Da hast du Dynamit dabei gehabt. Das können wir vielleicht später mal holen. Goldbar können wir später holen. Die Rüstung wäre wichtig, denke ich. Ja. Sandblock. Au. Au. So habe ich hinter. Wow. In der goldenen Truhe noch was Wichtiges? Nee. Moment. So, ich komme erstmal zurück und gebe dir, glaube ich, mal das Wichtigste von deiner Ausrüstung wieder. Okay. Na 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 na. Yay! Na na na. Das. Was ist das für eine Blume? Geschenk der Natur. Der hattest du dabei. Wusste ich nicht mal. Das kann man da finden in den Truhen. Ich glaube, der Rest. Ja, ich glaube, das war auch noch deins, aber das ist egal. Das machen wir eh zusammen. Stinger ja. Und so. Sollst du erstmal zumindest den letzten verbliebenen Rest noch zurückfinden und das Zeug da holen können. Hoffe ich. Ah, das passt schon. Du hast Langeweile, oder? Ach, fuck. Kann man die eigentlich auch wieder wegmachen? Nee. Nein. Du kannst neue beschwören. Ja. Aber die müssen auch nach einer Zeit weggehen. Theoretisch. Ach, kacke. So, ich will aber eigentlich noch weiter im Dschungel erforschen und so, weil, wie gesagt, die Schuhe von den die Waterwalking Boots und so habe ich jetzt auch nicht. Ach so. Ich habe erstmal alles geholt, damit du sozusagen du wieder arbeiten kannst. Ich nicht alleine von mich hinspielen muss. Deine Hermes, hast du übrigens auch Hermes Boots und so, ne? Die sind dann schneller laufen kann, ne? Ja. Wenn du ein bisschen läufst, dann bist du schneller unterwegs. Die habe ich ja auch schon. Gott, ich und mein Fallschaden, ey. Now, Forest! Oh.
Aber ich laufe generell nochmal 13% schneller. Ach, ist ja dann nicht so viel. Nö, nö. Wow, da kommt. Wo kommt denn der Meteorhead her, ey? Geh weg. Brauchen wir denn eigentlich noch? Auf jeden Fall Stinger, Jungle, hier diese Dschungelgras, Sporen, glaube ich, heißen die. Und diese Wein-Dinger, diese Maneater droppen. Ja. Um den neuen Hook zu machen, den Dreier-Hook. Der so schön lang ist. Ich mag's nämlich lang. Den Meteoriten, brauchen wir den noch? Ich jetzt nicht. Keine Ahnung warum. Auch nicht. Der Effekt ist ja lustig, wenn ich mich so heile. Geiler Effekt, wenn ich mich heile. Das ist sowieso ein bisschen braunes Blut, was dann immer so nach und nach in mich hineinsickert, wenn ich mich heile. Hört sich irgendwie wie nach so einem kranken Horrorfilm an. Also ist ja Crimson noch ein bisschen thematisiert wie so ein kranker Horrorfilm. Juhu. Pass auf, wenn du da den langen Gang runterspringst, der geht gerade runter und da ist unten nichts zum Auffangen. Okay. Bevor du das jetzt machst. Ja. Dankeschön. Also, den, den ich gebuddelt habe, den beim anderen logischerweise auch nicht. Ja, irgendwie gar nicht sterben am besten. Ja, ich wollte dich nur vorbereiten. Okay. Aufs Sterben sozusagen. Ach so. Ja. Damit du wenigstens direkt jetzt schon weißt, woran du stirbst. An Fallschaden. Also, Alex ist nicht gesprungen. Genau, so ungefähr. Wow. Sehr gut. Nummer 1. Stirb! Sehr gut, Nummer 2. Oh, da habe ich schon so ein Ding bekommen, was ich gesucht habe. Bringt dieser Umbrella-Head einem eigentlich was? Nö, nee, meiner Meinung nach nur, dass du hübsch aussiehst. Das ist wieder was anderes. Also... Nichts Spielere waren, das bringt er dir, glaube ich. Ja. Und da wollten wir nicht runter. Sondern da. Das hat ganz schön Delay. Hä, lol. Durch Wände Viecher töten, ist echt lustig. Ich glaube, man schon nach links, ne? Ja. Ja, wenn du irgendwo mal den blöden Goblin siehst, den darfst du gern mal... Hallo sagen und so. Okay. Weil der müsste hier eigentlich irgendwo jetzt mal auftauchen. Au, 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 au. Voila. Das hört sich wieder nach sehr vielen Treffern an für dich. So, ich hab ein Goodie-Bag, nochmal. Kannst du aufmachen, wenn du Lust hast. Ja, wenn ich safe bin. Kannst du einfach stapeln in deinem Inventar und die später alle mal aufmachen. Oh, da ist mein dritte Teil, was ich brauchte. Ah ja, geil, verrottete Eier. Ja, das ist so das Nutzlose, was du rauskriegen kannst. Oder das Unspannendste. Ich kann es einfach durch die Gegend werfen. Ich glaube, man kann sogar NPCs verletzen. Das ist die einzige Variante, NPC sozusagen selber zu töten. Aber wer will das? Ja, vielleicht gefällt einem der Name nicht. ja. Achtung, da unten ist ein Vieh im Wasser.
Beispiel Gold? Weiß ich nicht. Hey, ist ein bisschen Gold übrig. Damit kann man dann lustige Goldblöcke machen, so wie da drüben welche sind. Okay, muss ich. Ich glaube nur mit Golderz. Water? Ja, ich geh mal weiter runter. Aber du bist gerade abgehackt, so ein bisschen. Ehrlich? Ja. Oh, 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 oh. Ja, das tut mir leid. Da hatte ich gerade irgendwie was verpeilt. Was ist denn jetzt wieder falsch gemacht? Da habe ich irgendwie meinen WLAN-Stick irgendwie auf dem Boden liegen lassen. Das ist natürlich sehr günstig. Ja, zum auf, Reden Boden und Zocken. Auf dem Boden hat er natürlich einen sehr guten Empfang. Hier geht es nicht so wirklich weiter. Nach oben buddeln will ich mich eigentlich nicht. Mach mal hier so ein Ding hin und dann. Oh, sehr gut. Was hast du da bekommen? Irgendwas Blaues. Oder habe ich mich da geirrt? Weiß es nicht. Hast du wahrscheinlich nochmal Nature's Gift oder so einen Kram bekommen. Bom! Ins Gesicht. Huch! Ich habe eine Breastplate bekommen. Okay, mal einfach so. Das war das Blaue wahrscheinlich, was ich vorhin... Ja, eine Kobalt. Was? Was? Hier steht Asian Kobalt Breastplate. Ja. Mit 5 Abwehr erhöht maximale Mana um 20 und 3% kritisch Treffer für Magie. Nee, das ist dann doch was anderes. Das ist nicht echter, also es ist nicht der Kobalt, den wir sozusagen dann im Hardmode haben. Ja. Das hat andere Eigenschaften. Alter. Lass mal lieber nach rechts gehen, dass Leute ein bisschen besser kämpfen. Ja. Oh. Ah, wir waren dran, ja. Ja. Da oben ist Rubin. Oh. Bitte Violett-Typ. Violetter Käfer, komm hier gleich noch einer. Violett-Käfer. Brauchen wir später für Farben. Ja. Rubine. So, da drüben ist jetzt ja noch Zeug liegen. Geh mal gucken. Ja, da waren Waterwalking Boots dabei. Ja. Achso, da oben ist auch noch eine goldene Truhe. Ja, die, da war glaube ich nur Crap drin. Au, da war übrigens ein Schalter. Die sieht man aber auch nicht. Ah ja, da ist ja nur Crap drin. Zauberter Bumerang, super. Ja. Hier, den kannst du später zu einem Flammenbumerang aufrüsten, ist ja ganz nice, aber sonst. Provides the ability to walk on water. Nehme ich doch mal anstatt den da. Sehr gut. Sehr gut, so gut. Aber ich kann trotzdem noch einsinken, wenn ich will. Ja. So, hier oben ist glaube ich nichts, außer wir können das Bild höchstens mitnehmen. Also ich könnte das Bild mitnehmen. Gib mir. Dankeschön. Was? American Explosion heißt das Ding? Lol. Da ist ein Piranha übrigens. Weiß nicht, wahrscheinlich kommen wir rechts gar nicht mehr irgendwie weiter tiefer rein. Ich denke auch nicht. Dann müssen wir vielleicht nochmal nach links gehen. Dann müssen wir eigentlich halt nur Zeug farmen hier. Oh Gott. Also, so viel zum Thema Farmen. Okay, die machen nicht gerade wenig Schaden. Moment. Huch, ich wollte hier eigentlich weiterlaufen, dankeschön. Oder so. Geht doch, geht viel schneller. Huch. Da ist noch eins. Pass auf. Au.
Warum baust du das alles ab? Du hast bloß hier unten das Wasser. Unsere Gänge voll. Ich hab gedacht, da war was. Lol. Achso. Da waren hier gerade noch unsere Gänge vorhin. Ja, die haben wir jetzt leicht überflutet. Also, beziehungsweise ich. Irgendwo müssen wir uns jetzt nach unten buddeln. Tendenz ja nicht mehr hier, wo das ganze Wasser ist. Da kommst du, glaube ich, nicht so einfach durch. Nee. Oh! Naja, zumindest haben wir jetzt hier einen Bereich in der Mitte, wo wir uns runterbuddeln können. Bäm! Oh. So, hier diese komischen grünen... Ja, diese grünen da oben. Die brauchen wir. Hier. Würde ich sagen. So. Wenn wir hier nach unten buddeln. Jo. Moment mal, das kommt noch ablassen. So. Das ist zu links oder rechts? Oder? Okay. Oh, nie so günstig. Hier in das Wasser, ey. Ehrlich. So, hier wieder nach unten? Ja. Warte mal kurz. Ja, warte mal, wir hatten doch immer hier... So, jetzt sollten wir eigentlich uns nach unten buddeln können, weil ich habe da ins Closing gelegt. Ach, fick drauf. Bin so schnell genug buddeln. Oder nach links buddeln oder so und zum Ablassen. Ist das schon geklappt? Dann können wir weiter buddeln. Na egal, was haben wir denn noch so bei? Okay. So, erstmal erkunden. Oh, ich sehe da unten was. Ah. Ah, ja, dann hol dir es doch. Wiederbelebungsband. Achso, ja. Was dir mehr ja. Nach dem Leben gibt. Hast du schon eins? Ich benutze es nicht. Meine Rüstung macht das sozusagen für mich. Genau diesen Effekt hat die Rüstung. Bloß ich glaube nicht ganz so stark. Mach kaputt. Sag mal, hast du den Film Fuck You Goethe gesehen? Nee, ich wollte ihn mir irgendwann mal angucken, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, ehrlich gesagt. Sogar meine Eltern haben sich angeguckt und ich dachte mir, nee, ich mag irgendwie nicht so sehr diesen Humor. Also, ich weiß hab ich, ihn mir noch nicht. Ja, angeguckt. Türkisch für Anfänger habe ich mir angeguckt. Aber dann irgendwie. Türkisch für Anfänger fand ich schon nicht so mega geil. Aber das ist vom gleichen Macher, ne? Ja. So, werden wir noch mal weiter buddeln müssen, denke ich mal. Oh. Nein, nicht sterben. Ey, das Vieh steht an einer ungünstigen Stelle. Oh. Hier war unsere Stelle, wo wir buddeln wollten. Ja.